Wir schauen uns jetzt direkt die ersten Punkte an. Und zwar, ich wiederhole nochmal, ich habe insgesamt, muss man noch kurz nachschauen, sechs, das müssen sechs Punkte sein. Genau, sechs Punkte. Und die haben es in sich. Wir fangen direkt mit dem ersten Punkt an. Und zwar, wir gehen auf den Punkt ein, es gibt nur einen Gott. Ich habe mir ein paar Verse rausgesucht, so wie bei den anderen Punkten auch, die eine ganz klare Sprache sprechen. Und zwar, wir schauen uns diese Punkte, also beispielsweise die Verse dieses ersten Punktes an. Und zwar, es gibt nur einen Gott. Ja. Also im fünften Buch Moses, Kapitel 6, Vers 4, heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Hier sehen wir ganz klar, dass wir nur einen Gott haben. Im ersten Brief der Korinther, Kapitel 8, Vers 4, heißt es: Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 20, heißt es zum Beispiel, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Vers: Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Und zum Beispiel im Timotheusbrief, in dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, lesen wir: Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Auch hier in diesen Versen sehen wir, dass es hier sich um das ein und dasselbe Wesen handelt. Gott ist einer. So viel zum Thema, zu dem ersten Punkt. Schauen wir uns mal den zweiten Punkt an. Die ist auch sehr interessant. Die Trinität besteht aus drei Personen. Jetzt haltet euch fest, jetzt werde ich euch sehr viele Verse geben und viele von euch werden auch erschrocken sein. Vor allem, ich bitte euch, wenn ich euch jetzt die Verse vorlese, dass ihr mir mehr euer Herz öffnet und nicht an irgendwelche Menschen denkt, Menschenlehren denkt oder an irgendwelche unbiblischen Sachen oder an Leute, die euch irgendwas einreden wollen, dass es zum Beispiel keine Trinität gibt oder dass es alles nur Hokuspokus ist. Denn ich werde euch hier ganz klar beweisen und auch die Argumente dafür liefern, dass es wahrlich um mehr als nur ein Wesen handelt. Ja? Deswegen öffnet euer Herz, nimmt die Verstocktheit weg für diejenigen, die zum Beispiel daran zweifeln, dass Jesus Gott ist. Denn diese Verse sind ganz klare Verse, die auch eine ganz klare Sprache sprechen. Wir schauen uns direkt den allerersten Vers der Heiligen Schrift an. Den allerersten Vers. Und auf diesen Vers werden wir später nochmal drauf richtig eingehen und ihr werdet erstaunt sein, was ich da alles, ja, gefunden habe. Und zwar im ersten Buch Moses, Kapitel 1, Vers 1, heißt es ja: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Merkt euch das Wort Elohim. Elohim Adonai heißt nicht nur der Schöpfer, der Herr, der Gott der Juden, sondern gleichzeitig auch Elohim bedeutet Götter. Eloah ist ja die Mehrzahl, aber Elohim ist genauso das Wort Götter. Das heißt, mit anderen Worten, auf diesen Satz werden wir später nochmal genauer drauf eingehen und ich werde euch auch erklären, warum ich überhaupt darauf gekommen bin. Wir schauen uns den zweiten Vers an, und zwar den ersten, wieder im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Auch sehr, sehr interessanter Vers. Hier hören wir wieder: Lasst uns Menschen machen. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Wir sehen hier schon mal in diesem Vers ganz klar, dass Gott im Mehrzahl spricht, in mehreren Personen spricht. Hat er eigentlich gar nicht nötig, aber er spricht nur mal so. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Und zwar im ersten Buch Mose wieder, aber diesmal Kapitel 3, Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nun nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Wieder sehen wir hier, dass Gott in mehreren Personen spricht. Ja? Es geht hier nämlich um das Baum des Lebens und vor allem, dass der Mensch, ja, ihr kennt ja die Geschichte von Adam und Eva, dass Gott ja die später aus dem schönen Garten vertrieben hatte, weil sie ja
gesündigt haben, weil sie ja durch die Schlange, die listigen Schlange, den Teufel, der Teufel hat sie ja verführt, der Teufel hat die Frau verführt, die Frau hat dann den Mann überredet, beispielsweise auch verführt, so dass die beide dann von der verbotenen Frucht gegessen haben. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen weiter. Ihr merkt bis jetzt, dass Gott nicht mal in einer Person gesprochen hat, sondern in mehreren Personen gesprochen hat. Aber wir schauen uns mal den ersten Buch Mose Kapitel 11, Vers 7 an. Und zwar, ihr kennt ja alle die Geschichte der Turmbau von Babel. Da heißt es, wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Auch sehr, sehr interessant zu sehen. Ja, auch hier heißt es, lasst uns hinabsteigen. Komisch, dass Gott die ganze Zeit in mehreren Personen spricht. Ja. Und wir wissen, dass Gott nur ein Gott ist. Es gibt nur einen Gott. Aber dieser Gott kann in mehreren Wesen auftreten. Ja. Interessant. Nicht zu verwechseln mit dem Hinduismus. Da gibt es natürlich viel mehr Götter, die auch jede der Gottheiten hat seine eigenen Fähigkeiten. Aber auch da gibt es nämlich die Trinität bei bestimmten Göttern, die zum Beispiel das ein und dasselbe Wesen sind. Wir gehen jetzt mal auf die verbotene Schrift. Und zwar die Jesaja-Schriftrolle. Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Und das wird jetzt interessant. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Eine weitere interessante Stelle, die wir auch nochmal in dem Jesaja-Schrift sehen, und zwar Kapitel 48, Vers 16. Da heißt es, naht euch zu mir und hört dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. Jesaja hat hier schon uns allen ein Indiz, ein Hinweis gegeben, um welchen Gott es sich hier handelt. Es handelt sich um den einen Gott, der in mehreren Personen auftritt. Ja. Und im Jesaja Kapitel 61, Vers 1 wird es nochmal richtig interessant. Und zwar, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auch ein interessanter Vers, wo es um den Geist des Herrn geht. Auch hier sehen wir wieder, dass es hier um mehrere Personen geht. Des Geistes Herren sozusagen, weil der Herr mich gesalbt hat, sagte er. Ihr merkt also, da ist etwas dran an der Dreieinigkeit. Auch das, für mich war es sowieso ein Schock gewesen, als ich noch mehr herausbekommen habe. Deswegen ist es auch heute sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Video im Namen des Herrn auch machen. Und wir werden natürlich noch weiter darauf eingehen. Und zwar Matthäus. Jetzt schauen wir uns mal das neue Bund an, das Neue Testament, und zwar in Matthäus, Kapitel 3, Vers 16 bis 17. Da heißt es, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an den ich Wohlgefallen habe. Ja, Jesus, also der menschliche Körper, Jesus, hat den Geist Gottes gesehen, wie eine Taube auf ihn herabgestiegen ist. Und in diesem selben Moment hat der Vater vom Himmel zu ihm gesprochen. Das heißt, wir sehen hier schon mal die nächsten Indizien, die nächsten Beweise, dass es hier um die Dreieinigkeit Gottes handelt. Und es wird noch weiter interessant, und zwar wir bleiben bei Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Vers 19. Da heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat das selber gesagt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Und im zweiten Brief Korinther, Kapitel 13, Vers 13, da kennen wir unseren Apostel Paulus, der ja sehr viele Dinge auch zu diesem Thema gesprochen hat, sehen wir hier einen fantastischen Vers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei alle Zeit mit euch. Amen. So viel zum Thema dazu. Ich habe diese paar Verse bewusst rausgenommen, weil ich hier euch zeigen wollte, dass es hier um mehrere Götter geht. Unter anderem habe ich natürlich auch Informationen von Priestern, von Pfarrern bekommen, die sich natürlich sehr mit diesem Thema auch im Theologiestudium gemacht haben und auch viel mehr mit diesem Thema mehr involviert sind als ich, meine Person oder auch wir, die zum Beispiel die Heilige Schrift lesen. Aber für diejenigen, die zum Beispiel wenig Kenntnisse zu der Heiligen Schrift haben oder auch immer noch dran zweifeln, hier sollten schon die ersten Zweifel aufgehoben werden, weil wir hier noch einen wichtigen Aspekt dazu bringen. Und zwar, erstmal ist es wichtig, dass man zumindest bestimmte Kenntnisse, einige Kenntnisse der hebräischen Sprache für das Alte Testament beherrschen sollte. Ja? Und zwar, wie ich schon gesagt habe, Elohim heißt Götter. Es heißt also im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, im Anfang schuf ja Gott Himmel und Erde, aber wenn man das richtig übersetzen würde, nach der hebräischen Sprache, würde es folgendermaßen heißen. Und zwar, im Anfang schuf Götter die Himmel und die Erde. Ja? Und wir wissen, dass wir ja nur einen Gott haben. Aber dieser eine Gott spricht immer in mehreren Personen zu uns. Das heißt, auch hier wieder komme ich nochmal auf die Aussage, es ist sehr, sehr schwer, sein Wesen zu verstehen. Ja? Aber zu behaupten, dass es keine Dreieinigkeit Gottes gibt, dass es keine Trinität gibt, das ist falsch. Denn hier haben wir schon mal die ersten Beweise, dass sie sehr wohl existieren. Ja?